Der Viertring ist eigentlich einer von meinen Liebsten, weil das Fundament des Schweizer Sport ist und bleibt der Schweizer Sportverein. Darum habe ich auch mein T-Shirt an von der Männerriege Brütte. Weil die über 19'000 Sportvereine sind der Ort, wo man sich bewegt, wo man sich begegnet. Und das ist wirklich die starke Basis. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, dann geht die olympische Reise weiter. Sie geht auf Milano im Winter 26, dann im Winter 30 in die französischen Alpen, im Winter 34 auf Salt Lake City und im Sommer geht es auf Los Angeles im 28, auf Brisbane im 32. Und das sind jetzt Wege, die eingeschlagen werden, Träume, die geschmiedet werden, dass auch erfüllt werden können. Aber in den Sportvereinen selber, dort findet eigentlich eben der erste ganz wichtige Schritt statt. Und darum gilt es auch, die Vereine zu stützen und zu fördern. In fast jeder Gemeinde von unserem schönen Land gibt es einen Sportverein. Und dort ist eigentlich unabhängig von wo das man ist und unabhängig welche Sportart das man macht, ist es auch wichtig, dass man bewegt. Ich schaue ein bisschen ins 2038 und das war noch nie so eine grosse Chance gewesen, dass das Spiel wieder in unser Land kommt. 2038, da schafft die Swiss Olympic zusammen mit dem Wintersportverband daran, dass wir eine gute Kandidatur haben, dass wir endlich wieder die Spiele in die Schweiz bringen. Und ich glaube, das ist eine einzigartige Chance. Wenn ich den Blick noch weiter werfe, dann ist das auch wichtig, dass man den Weitblick behaltet und dass man das auch immer wieder in dieser Komplexität, die der Schweizer Sport ist, im Auge hat und vor allem auch wieder noch eine Dekade kann.